Okay. Irgendwo hier ist noch einer. Wo? Lol, okay, der hat sogar Sniper. Da war auch einer. Ah, das ist toll. Hier ist der Herr also lang. Schon wieder die Fixer. Die Typen sind teuer. Aber die Volk steckt bis zum Hals drin. Und er hat keine Ahnung. Okay, ich hab ihn. Nur in Reichweite bleiben und Tibor hackt sich rein. In Reichweite bleiben, du bist ein Witzbold, der hat 100 pro Auto oder sowas, oder? Die Ford muss irgendeinen High-End-Störsender am Start haben. Nicht erschrecken, wenn dein Krempel nicht mehr geht. Versuch nicht ihn auszuschalten, wir dürfen die Daten nicht verlieren. Ich verliere ihn. Log ihn raus, ich tracke ihn. Warte nicht, schnapp dir alle Daten, die du kriegst, wenn ich nah genug dran bin. Näher ran. Na gut, du bleibst in der Nähe, genau so. Dann schlüpfe ich in seine Daten und er merkt es gar nicht. Das sehe ich aber anders, weil momentan habe ich so... Boah, geht der Typ auf die Eier. Da hat jetzt aber Schwein gehabt. Kommst du bitte mal zurück? Es kommt rein. Mann, Scheiße. Hast du gesehen, was da drin steht? Noch nicht alles. Was siehst du? Das sind alle. Stadtbeamte. Gewerkschafter. Gefakte Verträge. Auszahler. Meine Güte. Sechs Logs. Eine Menge Online-Erpressung. Ein Moment. Hier. Hier ist das CDOS. Zu weit. Oh, ist ja hässlich, der Typ, ey. Die geht mir mega auf den Pisser. Dieser Iraq war ganz schön fleißig. Der hat ein paar solide Dokumente hier. Sieht aus, als hätten CTOS-Manager das Netz benutzt, um die Wahl zu manipulieren. Damit dieser Rushmore den Job bekommt. Korruption in Chicago. Wie überraschend. Keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Keine gefälschten Wähler. Sie haben echt verrückten Code benutzt. Keine Ahnung, was das ist. Viele Geheimnisse. Erpresserkram. Es kommt immer mehr. Wonach suchen wir denn hier eigentlich genau? Ein Video. Von einer Frau. Sie ist jetzt tot. Aber irgendwas an dem Video war gefährlich genug, um mich und meine Familie anzugreifen. Wir alles haben. Würde ich schon sagen. Jedenfalls alles, was dein irrer Freund wollte.
Und diese lächelnde Frau? Gibt es passende Aufnahmen? Nein, Mann. Jedenfalls keine, die ich sehe. Sicher, dass sie auf Iraqs Server war? Nein, aber er wollte sie von jemandem stehlen. Nur von wem? So. War doch einfach. So. Persönliche Probleme werden damit auch geklärt. So. Sehr schön. Ich dachte, das interessiert dich. Ich habe noch nie einen Auftrag mit so vielen Nullen gesehen wie deinen. Die wollen dich wirklich, Kumpel. Neu ist das nicht. Nein. Vertrau mir. Das ist, was neu ist. Du hast wirklich jedem hier ans Bein gepisst. Du musst Chicago verlassen, solange es geht, denn die Fixer werden dich finden. Nur eine Frage der Zeit. Danke für die Warnung. Ja, ja, du wirst sie ignorieren, aber ich dachte, ich versuch's. Ja, ich hätte gerne bemerken müssen, ich versuche einfach gerade mit diesem brennenden Auto. Hey Kumpel, gute Nachrichten. Ich glaube, ich habe doch eine Zukunft als Tontechniker. Hör mal rein. Du hast das Audio bearbeitet? Hör mal rein. Brent Alster, bitte im Büro melden. Brent Alster. Nickys Anruf kam vom selben Ort wie diese Lautsprecherdurchsage. Brent Alster. Das ist gut. Ich suche mal nach seinem Arbeitsplatz. Suchen wir mal nach seinem Arbeitsplatz. Brent Alster, suche. Da. Nicky ist da. Ich weiß es. Hol sie zurück, Bruder. Und jetzt holen wir endlich unsere Schwester zurück. Wird aber auch langsam Zeit, nachdem das halbe Spiel schon vorbei ist oder so, kriegen wir es endlich auf die Reihe, unsere Schwester zurückzuholen. Ist ja echt eine Story, du. Wow, chill mal. Huch, wo sind wir denn hier gelandet? Also hier geht's nicht lang. Aber hier. Ah, da ist die Brücke, das ist da. Jetzt. So. Wir sind mal wieder auf der normalen Straße. Ich möchte echt mal gerne in der Stadt leben, also in der Stadt vor Auto fahren, wo so eine Brücke oben drüber ist. Das habe ich noch nie gesehen, so im realen Leben. Boah, Leute. Verkehrsregeln und so. Der Spieler hat immer Vorfahrt. Go, 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 go. Ich frage mich, ob wir überhaupt CDS-Zugang haben, aber ich glaube, wir haben ja jetzt allgemein CDS-Zugang, weil wir dieses Ding gehackt hatten. Aber das werden wir ja gleich rausfinden. Wir müssen hier irgendwie über die Brücke, sehe ich gerade. Frage ist, wie kommen wir auf die Brücke? Nee, ist ein Park. Ah, da kommen wir auf die Brücke. Auf den besten Wege für Autos. Ich meine, was kann ich dafür, wenn die zu blöd sind, ordentliche Auffahrten zu bauen? In Reichweite. Coffee am Morning nicht dabei, weniger. Ne, was habe ich jetzt gerade gesagt? Ich will keinen Kaffee am Morgen. Entschuldige mich, das wollte ich nicht so sagen. Ich muss ja sagen, was ich mal so wegen Kommentation und so. Es haben ja viele momentan, ich bin wirklich sehr beeindruckt, da möchte ich mich bedanken. Es sagen momentan viele, dass ich ein sehr guter Kommentator werde und mich sehr gut entwickle, was die Kommentation von Videos angeht. Da wollte ich mich nochmal persönlich bedanken, weil das momentan wirklich so ein großer Vielzahl auftritt, das Kommentar. Ich gebe mein Bestes und es macht mir auch Spaß zu kommentieren. Let's Play macht Spaß zu kommentieren. Wie witzig. Ja. Und sogar das Watch Dogs Let's Play gefällt einigen, obwohl ich da meiner Meinung nach nicht mithalten kann. Also,
Watch Dogs ist für mich durch. Ich spiele es zwar jetzt so gerne, ich mache die Mission, diese Hauptmission, die hat schon was, aber so das Spiel an sich ist wow. Tore, mit denen man mit Q öffnen muss, kann man nicht einfach so durchfahren. Merkt ihr das? Aber ich empfinde Watch Dogs nicht als schönes Spiel. Zumindest nicht für den Preis, für den es verkauft wurde. Und für den es immer noch erhältlich ist. Ich war ja, vorgestern war das. Da war ich ja in meinem Saturn drin und hab mal geschaut, wie teuer es denn immer noch ist. Und es kostet ja immer noch 60 Euro. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also 60 Euro nach so vielen Monaten. Nee, danke. Das Spiel ist vollkommen überteuert. So, jetzt haben wir es endlich geschafft. Das Auto lebt noch. Was ein Wunder. Ich wollte nur mal die... Was ist der Grund Ihrer Anrufe? Also, ich will wirklich nichts damit zu tun haben, aber schicken Sie besser ein paar Leute. Hallo? Ich glaube, er ist weg. Keine Zeugen. So. Frag mich nicht, warum ich manchmal willkürlich Menschen erschieße. Wer ruft denn jetzt ein? Notrufzentrale, welches Problem liegt vor? Polizei! Wir brauchen euch! Hallo, Sie müssen in der Leitung bleiben. Ich glaube nicht. Jetzt reicht's aber langsam. Notfall liegt vor? Da brennt gerade einem die Sicherung durch, Mann. Können Sie das wiederholen? Hallo? Mein Gott. Was versteht ihr nicht an keine Zeugen? Mein Gott, ey. So. Wie das unserer Schwester wohl gefallen würde, wenn sie... Jetzt reicht's aber. Notrufzentrale, bitte nennen Sie die Art Ihres Notfalls. Brauchen Sie sofort die Polizei. Der Typ fuchtelt mit einer Waffe rum. Der spinnt. Hören Sie mich. Bleiben Sie bitte in der Leitung. Warum habe ich gewusst, dass der gleich anruft? Und der da. Notrufzentrale, worum geht es bitte? Ja, wie viele Leute soll ich denn noch umlegen? Nein, ich werde heute nicht erschossen. Na, klasse. Notrufzentrale, worum handelt es sich? Ach komm, lasst mich doch in Ruhe. Da drüben. Na, dann muss ich mich doch verstecken. Alle Einheiten, CTOS-Scan beendet. Position des Verdächtigen wird übermittelt. LS, wir geben Feuer frei. So. Mensch. Was? Lol. Nein, ich will sterben. Nein. Weißt du, da will man nur mal aus Langeweile zwei Leute abschießen, die verdächtig aussahen. Ja, und dann wird man gleich umgebracht. Das verstehe ich nicht. Ich habe doch nur die halbe Straße umgelegt. Ich bin zwar aggressiv. Okay, wenigstens spawne ich hier, das ist gut. Kleine Schwester, ach, sogar noch die kleine Schwester, na dann muss man auf jeden Fall uns sputen. Ich hoffe, sie verzeiht es, dass wir gerade die halbe Stadt umgebracht haben. Und dafür jetzt zwei Minuten in U-Haft gekommen sind. So. Das sieht auf einer übelsten Schießereimission wieder aus. Ich hab Nikki. Endlich. Und Damien weiß es nicht. Okay, jetzt schön vorsichtig.
Er wird sie bewachen. Hoffentlich ist sie bereit. Dann nehmen wir uns natürlich die... Pass gut auf dich auf, Dattin. Wir haben wohl Fixer als Security angeheuert. Sie schießen erst und stellen dann keine Fragen. Ja, ich hack mich unter dem Radar rein. Die werden mich gar nicht bemerken. Okay. Ah. Nikki, ich bin's. Aiden, wo bist du? Hier sind überall Männer. Die Wache hier ist... Keine Ahnung, was passiert ist. Hör zu, ich weiß. Ich hole dich raus. Du bleibst am Telefon und ich führe dich. Nein, die finden mich. Nikki, da ist deine Waffe. Steck sie bitte ein. Nur für den Fall. Oh Gott, das ist verrückt. Aiden, ich weiß nichts über Waffen. Funktioniert auch, super. Ich hab geschossen. Wir müssen weiter. Hör auf meine Stimme. Ich glaube, er ist tot. Nikki, hör mir zu. Wir müssen schnell machen. Ich werde dich sicher führen. Hacken Sie das Handy des Wächters. So. Ach so, nee, Moment. Er hat noch geatmet. Der Mann eben, ich glaube, er atmet noch. Sollten wir einen Krankenwagen rufen? Ach, da oben. Nach da drüben muss sie. Ach, okay, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Weil ich ihn getötet habe. Ich glaube, er ist tot. Ich wollte das nicht. Sie ist einfach losgegangen. Okay, los. Vorwärts. Hast du sein Gesicht gesehen? Er konnte es nicht glauben. Er hat mir gestern noch Decken gebracht. Wir können ihn noch retten. Nikki, hör auf meine Stimme. Zuerst müssen wir dich rausbringen. Ja. Okay. Ja. Ich brauche gerade irgendwie eine bessere Kamera oder sowas. Wo ist sie denn? Oh oh. Toll. Das ist eine behinderte Kamera. Das ist jetzt gerade nicht passiert. Wir haben nicht unsere kleine Schwester umgebracht. Nein. Bewegung. Hat super geklappt. Ja, wow. Kann ich da nicht einfach selbst durchrennen? Okay, was mache ich jetzt? Muss hier hinten rum? Ich wollte das nicht. Sie
einfach losgegangen. Jetzt, los. Kann ich mal sein? Hast du sein Gesicht gesehen? Er konnte es nicht glauben. Er hat mir gestern noch Decken gebracht. Lass uns umkehren.